Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier auf Roblox Mining Super Mega Ultra Spaß. Genau. Nein, so heißt das Spiel eigentlich gar nicht. Das Spiel ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt und damit willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier in Roblox. Heute spielen wir den Mining Simulator und der hat tatsächlich einen Daily Reward. Meine werten Damen und Herren, holt euch immer den Daily Reward, wenn ihr einen Simulator spielt, denn damit habt ihr auf jeden Fall immer einen guten Head Start und könnt euch direkt schon ein paar Sachen für den Anfang holen, damit der Anfang nicht allzu träge wird. So, wir haben natürlich heute wieder ein bisschen was zu tun, ein bisschen was zu machen. Das hier ist unsere Schaufel. Ich weiß nicht, warum Arizolino die ganze Zeit irgendwo hinguckt, aber er hat hier diese eine Schaufel, wenn ihr die seht, ne? Das ist wie so ein kleiner Spaten, ne? Aber nur ein handlicher. So, wir müssen gucken, wie wir das Ganze hier erstmal bewältigen können. Wir können hier schon mal tatsächlich gucken, ne? Ob wir schon mal Sachen haben, die wir kaufen können, wie beispielsweise eine rote oder vielleicht sogar eine goldene. Ich glaube, die können wir uns noch nicht kaufen, aber die hier schon. Deswegen, ich würde mal sagen, warte mal, die hier, achso, wir müssen die immer nacheinander kaufen, ne? Kaufen wir uns mal eine goldene und eine gelbe und dann gucken wir nochmal, ob wir vielleicht nochmal neben den Sachen, ne, nochmal was anderes kaufen müssen. Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher. Ah, ich glaube, wir müssen uns einfach nur so eine Schaufel hier holen. Okay, aber die ist dann wiederum ein wenig zu teuer. Gut, dann haben wir uns auf jeden Fall jetzt schon mal eine goldene Schaufel geholt. Mit der sind wir schon mal ein bisschen besser ausgerüstet. No? Okay, wir können das Ganze auch nochmal hier upgraden. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ah, man kann hier seine Capacity aufleveln. Das heißt also, da kann man sitzen. Oh nein, wir hätten auch unsere Geschwindigkeit zum Graben upgraden können, aber da habe ich jetzt mein ganzes Geld ausgegeben. Na gut, schauen wir uns mal an, wie das gesamte Spiel überhaupt funktioniert. Unsere Aufgabe ist es tatsächlich einfach zu buddeln. Das heißt also, wir benutzen unsere Sachen und wie bei Minecraft auch beispielsweise, ja, können wir uns einfach in diesen, Dreck hier reingraben. Ich sage jetzt einfach mal Dreck und es gibt da drinnen sehr viele verschiedene Sachen. Guck mal, wir haben sogar jetzt schon den Bag full. Das heißt also, wir können am Anfang auch einfach nur Erde verkaufen, aber ihr seht, naja, die Sache mit der Erde ist ein bisschen, naja, nicht so das Beste vom Besten. Deswegen lohnt es sich tatsächlich, weit in die Tiefen zu gehen. So, und hier Sachen abzugraben, wie zum Beispiel diese wunderbaren Erze da. So, das hier zum Beispiel ist Eisenerz jetzt gerade gewesen, ne? Das haben wir uns gerade eingesteckt. Diese Kohle hier hinten und so, da stecken wir uns natürlich auch alles ein. Oh mein Gott, wo fallen wir denn hier runter? Oh Gott. Oh, das können wir gar nicht meinen. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Wir sind in irgendeiner Riesenhöhle gelandet. Oh, dafür brauchen wir ganz andere Items. Das können wir alles gar nicht abmeinen. Oh nein. Oh Gott, Leute, das ist ganz schön wild. Okay, ja, wir sind jetzt ein bisschen zu tief. Ah, okay, doch ein paar Sachen gibt es hier schon, die ich abbauen kann. Das sind echt tiefe Schächte hier. Oh mein Gott, noch tiefer. Oh Gott. Kann ich das abbauen? Nee, wir brauchen dafür Goldschaufel. Leute, wo sind wir denn hier gelandet? Oh nein, ich bin viel zu tief. Alter, guck mal, hier geht's ja noch tiefer. Hey, hier ist so ein Typ, der auch abbaut. Oh mein Gott. Okay, lass mal hier diese Sachen abbauen, die günstig sind, so für Noobs. Wir brauchen so Sachen für Noobs. Aber hier gibt's richtig viel für Noobs. Oh mein Gott. Also wir können natürlich noch nicht alles abbauen, was hier ist, ne? Die heftigen Sachen wie Silber und sowas geht noch nicht so ganz. Aber wir können immer mal wieder nach anderen Sachen suchen. Gleich ist unsere Tasche eh voll. Da können wir uns gleich wieder nach oben. Ja, jetzt geht's wieder nach oben. Easy going. Sell. Und dann verkaufen wir mal wieder. Okay. Das waren jetzt 121. Nee, 860 haben wir schon. Puh. Okay, das hat schon gut funktioniert. Ich würde sogar sagen, direkt kaufen wir uns eine wunderbare Schaufel. Oh, da ist sogar schon die Goldschaufel. Sehr lässig. Stattdessen aber würde ich mir jetzt erstmal trotzdem mein Upgrade holen. Und zwar ein Capacity Upgrade. Das kostet aber 400. Okay, wisst ihr was? Dann würde ich eher... okay, warte mal. Wie wollen wir das machen? Ich werde mal die Dig Speed sozusagen upgraden. Dann können wir da schon mal ein bisschen schneller sein. Und wir schauen uns das mal an, ne? Was wir denn bezahlen müssen, ne? Um uns denn ein neues Haustier zu holen. Denn das hier ist der Haustier-Shop. Da kann man auch mal reingucken, ne? Oh, da ist ein Riesenei. Und da ist ein Trainer. Oh mein Gott, das gibt es tatsächlich auch. Oh, Junge, das sind wahrscheinlich die Eier, die hier verkauft werden. Wild! Habe ich nicht recht, kleine Sonnenblume? So, Shop. Dann haben wir hier ein paar. 10.000, 25.000. Okay, die sind richtig, die sind teuer.
Die sind richtig teuer. Aber vielleicht können wir uns im Store Currencies kaufen. Und wie viel hat nochmal so ein Haustier gekostet? Das eine? Vielleicht kann uns das ja sehr viel helfen. Hier 50, okay? Kaufen wir uns mal hier. Schau mal, ich glaube 50 wird schon nicht teuer sein. Hier 49 Robux kann man machen. Und dann können wir uns mal ein Haustier holen, okay? Wenn wir eh schon mal hier reingegangen sind, holen wir uns auch ein Haustier. So, welches holen wir uns? Das hier für 50 oder zwei lieber? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Regular Beehive. Okay, komm, holen wir uns mal zwei. So, Regular Beehive. So, dann können wir mal kurz in unser Inventory reingucken, denke ich mal. Pets. Ah ja, jetzt können wir die equippen und equippen. Okay, man kann tatsächlich mehrere von denen progressen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Aber die müssen wahrscheinlich erstmal schlüpfen. Okay, das heißt, oh Gott, guck dich das mal an. Das sind so zwei kleine Bienenwaben, die haben erst 0%. Okay, da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie das Ganze funktioniert. Oh, wir haben schon sogar schon eine richtige Schaufel. Ab geht's, Leute. Jetzt aber mal wieder richtig ordentlich in das Loch da reinspringen. Juhu! Wow! Okay, nice. Okay, dafür, das können wir uns immer noch nicht leisten, ne? Gut, dann probieren wir mal aus. Jetzt können wir uns schon Kohle und Eisen abbauen. Oh, Leute, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen... Also, es geht auf jeden Fall vorwärts bei uns. Guck mal, dass wir die jetzt schon abbauen können, das ist schon ein echt gutes Zeichen, ne? Weil ich glaube, dafür können wir auf jeden Fall schon ordentlich Geld bekommen. Wir können uns auch Reichweite kaufen. Oh, doch, guck mal, das ist sogar ganz angenehm hier, dass die Leute schon ein bisschen für uns vorgegraben haben. Oh, dafür, das ist Platinum. Okay, Platinum können wir noch nicht abbauen. Amethyst auch wahrscheinlich noch nicht. Okay. Und jetzt sind wir schon wieder voll. Ja, das ging jetzt diesmal ein bisschen schneller, muss ich sagen. Okay, wie viel gibt's? Wie viel gibt's? 1400. Leute, direkt die nächste Schaufel. Easy going. So. Ah, nee, doch nicht. Doch nicht die nächste Schaufel. Okay. Aber ihr bemerkt, guck mal, meine Haustiere, die haben schon mehr Progress gemacht. Okay, gut, gut, gehen wir mal nochmal runter. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, ah, warte mal, nee, wir machen das mal anders. Wir upgraden diesmal jetzt einfach mal unsere Bag Capacity, sodass wir ein bisschen mehr halten können. Können wir zwar nicht viel kaufen, aber es lohnt sich, dann müssen wir nicht die ganze Zeit runterspringen. Oh mein Gott, da runter zu springen ist immer so wahnsinnig. Okay, lass mal so tief wie möglich gehen. Das haben ja manche Leute hier schon so tief gegraben. Das ist ja wahnsinnig. Warte mal, hier geht's auch nochmal tiefer. Oh Gott, und wie tief sogar. Okay, dann lass mal gucken, was es hier gibt. Okay, dafür brauchen wir Gold. Oh nein, ich hoffe mal nicht, dass ich hier irgendwo tief runtergegangen bin. Ah nee, es gibt überall immer diese Sachen. Okay, das ist irgendwie ganz anderer Stein hier, den man schon abbaut, ne? Merkt ihr das? Das ist schon ein bisschen härterer Stein. Da gibt's aber, es gibt hier immer noch die Sachen, die wir gerne abbauen, ne? Das mit dem Gold, das fehlt mir noch ein bisschen. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Also es gibt hier echt viele Sachen, die wir abbauen können. Und die wir auch richtig ordentlich mitnehmen können, ne? Unsere Tasche hält jetzt auch viel mehr aus. Oh, guck mal, wie viel wir sogar mitnehmen können. Oh, das gefällt mir richtig. Guck mal, dieses braune Kupfer und sowas. Kohle können wir mitnehmen. So, da sind wir wieder falsch geklickt. Hier, ah nee, das war auch Gold. Mist. Hey, unsere Haustiere sind schon bei 1%. Okay, dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, bis die geschlüpft sind. Muss man ein bisschen spielen hier. Aber da haben wir schon wieder... Okay, gut, jetzt können wir wieder verkaufen gehen. Jetzt schauen wir mal, wie viel das jetzt gibt. Das dürften jetzt, glaube ich, 3000 sein. Kann es sein? Nee, 2300. Aber das bedeutet jetzt für uns nächste Schaufel, oder? Zweite... Oh Mann, okay, wisst ihr was? Dann gehe ich halt kurz in den Store und dann kaufen wir uns hier mal was. Was? Eine Million? Alter, man kann sich eine Million für 49 Robux kaufen? Eine Million? Niemals. Okay. Kaufen. 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 Kaufen, 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 kaufen. Oh mein Gott, das ist ein Löffel. Okay, gut. Wir haben jetzt... Was ist das denn? Das ist ein Löffel einfach mit dem... Alter, ich habe einen riesengroßen Hammer. Okay, dann hier erstmal nochmal einen kleinen Upgrade holen. Dann würde ich mal sagen, upgraden wir mal hier die Bags so ein bisschen. Und das Abbauen an sich... Okay, wisst ihr was? Ich würde sogar sagen, daher, dass es hier so günstig ist, ja, bestellen wir uns jetzt einfach nochmal eine Million, würde ich sagen. Komm, eine Million geht noch. Oder holen wir uns mal 4 Millionen. So, 4 Millionen ist ein guter Deal, würde ich sagen. So, dann können wir uns da noch ein bisschen was holen an Upgrades. So, ein bisschen schneller abbauen und ein bisschen mehr halten, würde ich sagen. So, und dann nochmal ein bisschen Schnelligkeit beim Abbauen.
Ja, das sieht schon ganz ordentlich aus. So. Und dann nochmal ein bisschen so. Okay. Leute, das ist ein Riesenhammer. Okay, jetzt können wir runtergehen mit dem Riesenhammer. Okay. Jetzt frage ich mich. Da stehen sogar immer noch die ganzen Nachrichten. Guck mal, wie oft wir geupgradet haben. Okay. Oh Gott. Oh, wow. Oh mein Gott, schau mal, wie schnell wir abbauen können. Wir können alles jetzt hier drin abbauen. Das ist uns einfach egal, was wir hier abbauen. Niemals, Alter. Guck mal, wir können einfach alles abbauen. Alter, niemals. Das für 49 Robux, das ist ein guter Deal. Also in dem Spiel kann man wirklich ein paar Robux ausgeben. Da lohnt sich das richtig. Da verschwendet man dann gar keine Zeit mehr, sondern man kann hier richtig schon loslegen. Guck dich das mal an, wie viel wir... Guck mal, wir können sogar mal ganz tief graben. Oh mein Gott, schaut euch das mal an, wie tief wir gehen können. Vielleicht können wir sogar wirklich an den Grund kommen, an den Grund des Bodens. Ich verstehe jetzt, wie die anderen sich runtergegraben haben. Wir haben jetzt auch über 8000 Platz, unsere Sachen da irgendwie zu stapeln. Guck mal, wir haben 941.000. Alter, das ist mega viel. Aber wie tief kann man gehen? Guck mal, ich drücke schon wie ein Verrückter meine Maus. Wie ein Verrückter. Aber es geht immer weiter runter. Oh mein Gott. Okay, ich drücke richtig schnell, okay? Ich drücke richtig schnell. Alter, okay. Ich frage mich, wie tief das geht. Hallo? Wir sind bei Tiefe 375. Ich glaube sogar, man kann sich sogar in andere Welten teleportieren, weil es manchmal so lange dauert, sich runterzugraben. Kann das sein? Oh mein Gott. Also hier unten gibt es immer noch die Sachen, die es oben eigentlich auch gibt. Kupfer, Amethyst und so. Ne? Da können wir jetzt alles abbauen. Das ist ja mega abgefahren. Okay, wir sind jetzt, ich gehe mal runter bis zu Tiefe 500 und dann checken wir mal aus, ob sich da nämlich irgendwas verändert, weil es kann sein, dass die Farbe der Steine selber, dass die sich doch irgendwie verändern. Schaut euch das mal an. Ja, 475, 480, 490 und... Oh! Die Mine ist zusammengefallen! Alle wurden zurückteleportiert. Niemals. Oh! Die Mine wird sich jetzt sozusagen wieder zurückentwickeln. Okay. Das heißt also, da sind wir jetzt sozusagen zu tief gegangen und haben dafür gesorgt, dass die Mine unstabil geworden ist oder so. Abgefahren. Wie viel Geld bekommen wir denn? Wir schauen rein. 40.000. Okay. Im Gegensatz zu den 49 Robux ist es natürlich gar nichts. So, hier gibt es Pet Evolutions. Hier kann man tatsächlich seine Tiere miteinander... would you like to repair for 50 Diamonds? Ich habe gar keine Diamonds mehr. Also, man kann hier tatsächlich auch Tiere miteinander kombinieren, was auch sehr interessant ist. Das hier, Spectral Miner. Was ist das denn? Der Spectral Miner. Kann man mit dem irgendwas machen? Ah, das ist VIP. Doppelte XP, doppelt Diamonds, der Spectral Miner. Jetpack. Oh mein Gott, Alter, ist ja überkrank, was man da als VIP bekommt. Okay, schau mal, hier gibt es noch so Sachen, wo man hintraveln kann. Mal gucken. Wo können wir denn hingehen? Ah, wir können beispielsweise Richtung Lava gehen? Okay, checken wir das mal aus. Oh ja, tatsächlich. Niemals. Das ist eine Lava-Höhle. Oh, okay. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott. Jetzt hier ist unser Ding, mit dem wir abmeinen, gar nichts mehr wert. Seht ihr das? Hier kriegen wir kaum einen Stein kaputt. Oh mein Gott, hier müssen wir aber richtig schnell weg. Okay, es gibt richtig viele Level, weswegen es wahrscheinlich am Anfang auch so günstig ist. Deswegen gehen wir mal ins Schneelevel und schauen mal, was hier abgeht. Ah, guck mal, hier sind auch Leute, die... Wow! Okay, auch Leute, die so ein bisschen meinen... Aha! Alter, hier gibt es einfach eingefrorene Fische. Alter, was? Eingefrorene Fische? Oh Gott. Ja, tatsächlich. Hier kann man sich durch Permafrost schlägt man sich hier. Ah, okay. Nein! Die Mine ist zurückgefallen. Oh Mann, bei mir fallen die ganze Zeit die Minen zusammen. Leute, das ist heute nicht nur mein ganzer Tag, habe ich das Gefühl. Also, es gibt hier auf jeden Fall noch Löffel. Danach kommen irgendwelche Gabeln. Dann kommt ein Presslufthammer. Dann kommt ein Bohrer. Dann kommen irgendwelche Hammer, dann kommen irgendwelche Laser und dann als mit Mining Laser MK3 für 6,24 Millionen, ja, damit ist man dann sozusagen am Ende. Das heißt also, wenn man 6,24 Millionen haben möchte, wie viel kostet das denn? Lass mal kurz rein. 100 Millionen, kosten 790, wisst ihr was, wir holen uns jetzt 100 Millionen, holen uns den letzten Laser. Okay, wir tun's einfach, wir gehen da jetzt einfach rein. So, alle kaufen. So, und jetzt haben wir ihn. Okay, und wir haben sogar noch 39 Millionen übrig. Also, schauen wir uns mal den Laser an, den wir da haben. Laser Equip. Okay. Okay, mal gucken.
Oh, okay. Er macht Lasergeräusche. Wir schauen uns das mal ganz... ich glaube, wir können sogar jetzt auf Entfernung ablasern. Oh, mein Gott. Okay. Also, das Ding ist genauso stark, aber ich glaube, wir können jetzt in anderen Sachen ebenfalls... Oh mein Gott, Alter, wir schießen einfach mit einem Laser die ganzen Sachen hier ab. Okay, das ist natürlich sehr wild, aber ich würde trotzdem mal gerne wieder verkaufen gehen und dann schauen wir mal... Warte mal, wir bauen uns jetzt am besten hier nochmal was aus und zwar, dass wir mehr Blockrange haben, damit wir weiter fliegen können. Das ist jetzt auf Maximum. Und dann wollen wir nochmal Dick Speed nach vorne bringen. Okay, das ist sehr teuer. Und natürlich nochmal das. So, damit sind 100 Millionen jetzt weg. Okay, und jetzt schauen wir mal mit 100 Millionen, was uns das gebracht hat. Wir gehen zu Lava. Okay, und dann schauen wir mal, was uns das jetzt bringt. Okay, 25 für einen Abbau. Wir können bei Lava jetzt inzwischen komplett abbauen. Und wir können in die Lava uns reinbauen. Was gibt's da? Obsidian. Oh mein Gott, das ist Obsidian, durch den wir uns hier schlagen. Oh mein Gott, was eine wilde Höhle. Okay, alles klärchen. Da gibt's... was sind das für Sachen hier? Aluminium kann man hier abbauen. Okay, was war das Grüne? Adamantin. Okay, mal gucken, ob wir noch irgendwas finden können, was crazy ist. Was ist das da? Amber, okay. Das ist nicht so selten, ne? Ich würde mal jetzt mal auf Tiefe 100 gehen oder so. Oh, guck mal, hier hat sogar jemand gegraben, ne? Mal gucken, ne? Wir können mal vielleicht sogar ein bisschen in die Richtung gehen. Aber schaut mal, unsere Haustiere kriegen jetzt sogar Progress. Mal gucken, ob die sich sogar gleich entwickeln. Weil so, wie es aussieht, ist dieses Obsidian, was wir hier haben, das gibt richtig viele Punkte für unsere Haustiere. Und damit füllen sich unsere Taschen definitiv. Mal gucken, was wir daraus am Ende rausbekommen. Warte mal, wir machen mal hier nochmal ein bisschen Platz. Guck mal, bei 80% sind die schon. 84%, 86%. Alter, hier sind überall diese Ores einfach. Abgefahren. So, 97%, 98%, 99%. Letzter Schuss. Letzter Schuss. Woo! Okay. Let's go, Leute. Queen Bumblebee. Cool. Und nochmal eine. Was bekommen wir da? Die Queen Rockbee. Okay. Zwei kleine Bienchen haben wir bekommen. Die können wir jetzt equippen. Jetzt haben wir sie sogar fertig. Und bekommen nochmal extra Geld und extra Dig Speed. Das heißt also, wir können jetzt also noch schneller nach unten graben. Guck mal, wie schnell sogar. Okay, wisst ihr was? Ich mach mal kurz einen Autoklicker an. Okay, jetzt habe ich einen Autoklicker reingemacht. Diesen Autoklicker kann ich jetzt verwenden, um super schnell zu klicken. Deswegen schauen wir mal rein, ob das funktioniert. Ich schalte um und dann machen wir 300 Klicks die Sekunde. Oh mein Gott. Ich glaube, die haben das sogar hier so eingestellt, dass es nicht funktioniert. Oh mein Gott, die haben einen Anti, die haben das ausgemacht in dem Spiel hier, so wie es aussieht. Warte mal. Guck mal, ob 50 Klicks die Sekunde funktionieren. Okay. Oh mein Gott, das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nur mit dem richtigen Klicken so. Das heißt, mit der Autoklicker-Sache funktioniert das gar nicht. Oh Mann, mein Autoklicker funktioniert hier gar nicht. Schade. Okay, dann muss ich halt eben jetzt wie ein Verrückter so runterklicken. Okay. Oh mein Gott. Das ist wirklich wahnsinnig. Also jetzt können wir uns richtig runterdrücken. Jetzt sind wir schon bei 300. Ich weiß nicht, ob man da irgendwann die Lava oder sowas entdeckt. Aber wir gehen gerade in den Vulkan rein. Das ist mir auf jeden Fall bewusst. Oh Gott. Okay, wisst ihr was, Leute? Wir sind, glaube ich, schon mal fertig hier. Okay, wir haben alles freigeschaltet. Wir haben die meisten Levels schon geschafft. Wir können jetzt nochmal kurz verkaufen gehen. Was kriegen wir dafür? 100.000 haben wir. Jetzt haben wir 18,4 Millionen. Okay, also auf jeden Fall kann man sagen, das ganze Ding hier ist eigentlich ganz cool. Kann man auf jeden Fall mal spielen. Macht wirklich Spaß. Ich packe euch das Spiel in die Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war erstmal die Folge von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Tschüssikowski!